Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge FM 18. Die letzte Folge war ja sehr chaotisch. Ja, das war alles nicht toll, was ich gemacht habe. Hat mich auch ziemlich geärgert im Nachhinein, muss ich sagen. Aber gut, ja, heute muss das ein bisschen besser laufen. Ich muss noch eine Kaderveränderung vornehmen, leider. Es ist halt doof gewesen letztes Mal. Absolut nicht drauf zu achten, weil Vasiev ist wirklich... Ja gut, wir haben es ja gesehen, das ist wirklich Ausländer, also wir können ihn da auch nicht zum Russen machen innerhalb von 2 Tagen. Deshalb müssen wir uns, ich habe mich dazu entschieden, Sobolev zu holen auf der rechten Außenbahn und Krivochenko wird dann halt der Vertrag, der Leihvertrag aufgelöst. Ich hoffe ja inständig, dass Sobolev auch Bock hat, ne? Also das wäre dann nicht so schön, wenn er jetzt keinen Bock hat. Aber er hat Bock, okay. Also es wird wieder viel, viel Geld kosten. Aber... dann haben wir wenigstens keine großartigen Probleme mit der Ausländerregelung und können, ja, ein bisschen durchatmen dann. Länderspiele wirst du keine machen und Ersatzspielerprämie machen wir mal ein bisschen niedriger. Jahreself-Prämie könnt ihr dafür hoch. Was sagst du denn dazu? Ich habe ein bisschen Schiss, dass er gleich sagt, ich habe keinen Bock auf dich. Von daher muss ich hier nett verhandeln. Ja, Ersatzspielerprämie lassen wir da mal so hoch, aber 750 wäre schon gut. Gut. So, ich habe den Kader auch ein bisschen aufgeräumt und ihr seht's ja, es sind deutlich weniger Spieler geworden, ne? Und habe die Trainings eingestellt für die neuen Spieler. Wir werden dann jetzt halt als Ausländer Fuchs haben, Mamele, dann Ivanov, dann Vasiev. Also alle vier können dann nicht spielen. Natürlich wird dann Kostin am besten rechts spielen, während Mamele Ivanov in der Innenverteidigung ist und dann Vasiev links. Vorne rechts wird dann Sobolev spielen. Hakobian muss sich dann halt ab und zu mal auf der Bank begnügen. Außer natürlich, es spielt sich dann zum Beispiel Kodirev fest auf der linken Seite. Zum Beispiel. Oder Pasko zum Beispiel für Mamele oder sowas in der Art, oder für Ivanov. Und für Krivochenko werden wir jetzt den Leihvertrag auflösen. Dann hätten wir natürlich rein theoretisch noch einen Platz frei wieder. Muss dann aber auf jeden Fall ein Russe sein dieses Mal. So ist ausgebildet in Russland. Vielleicht finden wir da einen interessanten noch. Für die Laie. Ich meine, hier Koronov wäre interessant. Aber der möchte ja nicht. Der rechts außen. Mal auf rechts könnte ich mir schon vorstellen, dass wir noch was gebrauchen. Oder halt auf der 8 oder auf der 6. Eigentlich da sogar eher. Aber es ist halt schwer. Aber gut. Wir haben unser erstes Testspiel für diese Folge jetzt gleich schon. Und haben anscheinend was... was? Ah, haben anscheinend was verkauft. Ich war gerade verwirrt, weil ich dachte eigentlich, hier vorne steht immer der Clubname. Aber es ist, glaube ich, nur im Englischen so. Ja, ich habe natürlich alle Spieler, die jetzt nicht im Profikader sind, mal angeboten zum Verkauf. Vartanian ist dann einer davon, aber ich glaube, dem müssen wir dann nicht hinterher trauen. Ist leider auch nicht wirklich viel Geld. Aber besser halt als nichts. Die ja alle möchte ich verkaufen, also wir haben natürlich auch nicht wirklich Interesse daran, einen dieser Spieler halt zu behalten. Einer wird schon gehen, deswegen kann ich jetzt gerade nicht alle anbieten. Ja, hoffen wir mal, dass ein paar wenigstens noch gehen. Gerade hier so die ersten 10 mit den Topverdienern. Das wäre sehr, 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 sehr schön und hilfreich vor allem, dass man dort ein bisschen was los wird. Wir haben jetzt noch das Testspiel gegen Russ, St. Petersburg. Das ist halt direkt hier um die Ecke anscheinend. Hoffe einfach mal, dass wir da wenigstens ein bisschen entschlossen auftreten als beim letzten Testspiel. Wo er irgendwie... hatte der gerade eine Kippe im Mund? Was ist das? Ich dachte erst, das wäre eine Kippe, ganz ehrlich. Okay, schönes Bild, Sergej. Ich dachte, komm, also ein bisschen, oder? So auf den ersten Blick, naja. So, ich habe noch nicht aufgestellt. Doch, habe ich schon. Oh, nett. Wir müssen nur halt Krivochenko auf der Bank ersetzen. Und dann können wir schon loslegen in diesem Spiel. Hoffentlich halt, wie gesagt, ein bisschen zielstrebiger als beim letzten Mal, was ja dann echt nicht so toll war, als wir nur ein 2-1 oder so gemacht haben. So, Jungs, nichts anderes als einen Sieg bitte, einfach pushen. Wobei so, holy shit, ist das laut. Wobei halt,
Ja. Hauptsache, die Jungs bleiben fit. Gegen Zenit 2 sollten sie dann richtig, richtig gut spielen. Mir gefällt es halt auch nicht, dass die alle mal sofort selbstgefällig aussehen oder halt schnell zufrieden sind. Aber das liegt halt daran, dass wir halt keinen guten Kader haben, leider. Aber mal schauen, das wird sich ja dann hoffentlich bei der nächsten Station ändern. 15 Minuten um absolut gar nichts zu sehen von uns. Das ist auch nicht so toll. So, muss ich irgendwie ein bisschen zu laut sein? Ich muss mal ein bisschen leiser machen. Ich höre halt hier alles und ich habe nicht mal meine Kopfhörer auf. So, Lovjov, was macht er da so Schönes? Bakutin und Kodotayev. Ein Tor. Ah gut, er ist auch vollständig auf laut. Okay, so machen wir mal auf 6. Ich glaube, da war er vorher. So, Kodotayev ist ja momentan unser Stürmer Nummer 3, also vielleicht, ne, so ein bisschen sich zeigen. Schlecht war der Schuss nicht, aber ich glaube, der Gegner ist auch nicht so gut. Ich hoffe ja mal sehr, dass wir dann noch einen 6er oder 8er finden, in den Leinen gleich. Das könnte uns sehr helfen, gerade eigentlich ein guter 6er, der dann halt alles wegräumt, aber auch das Spiel halt aufbauen kann. Wäre mir sehr lieb. Aber wir müssen halt das nehmen, was wir bekommen. Hauptsache jetzt, Sobolev kommt. Aber da habe ich jetzt keine großen Zweifel, wo er schon den Vertrag gerade angenommen hat. Und dass dann halt die Neuzugänge gut greifen und vor allem fit bleiben. Und dass wir dann nicht allzu viele Probleme mit dieser Ausländerregelung haben, wenn dann mal vielleicht Kostin ausfällt. Oder Solovjov links vorne. Oh, was für eine Ballannahme, Alter. Von Fuchs, dafür war der jetzt ganz gut. Und Kodotayev mit dem 2-0. Matarakov mit der Vorlage, nachdem er den Ball einfach weggeschlagen hat. Was aber sehr auffällt, ne, in den Testspielen, dass wir auch gegen echt schwache Gegner, die halt eigentlich nicht auf unserer Augenhöhe sind, was natürlich sehr niedrig ist, dass wir da auch keinen guten Ballbesitz haben und keine gute Passgenauigkeit. Also Ballbesitz ist schon in Ordnung jetzt für dieses Spiel hier. Im letzten Spiel nicht, aber die Passgenauigkeit ist halt echt schlecht. Hoffentlich geht da ein bisschen mehr dann, wenn es wieder richtig losgeht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Spieler halt einfach überhaupt nicht motiviert sind, leider. Wir haben den Gegner zumindest komplett in Schach, aber wirklich aufs Tor ist es auch nicht, ne? Ich meine, wir haben 2 Schüsse aufs Tor, 2 Tore, klar, toll. Aber ein bisschen mehr Chancen wären schon schön. Vor allem mehr als solche, die einfach nur durch hohe Bälle zustande gekommen sind. Das nächste Testspiel ist dann auch gleichzeitig das letzte gegen Tambov. Und dann geht's ja schon los in der Liga. So, Kodotayev und 3-0. Okay, der empfiehlt sich. Der empfiehlt sich sehr gerade. Dritter Schuss, drittes Tor. Kodotayev. Sehr schön. Auch wenn irgendwie gar keiner an Gegenspieler an einfach bei ihm steht. Hier ist er einfach auch schon der komplett blank. Darf dann einfach in die Lücke spazieren und kriegt den Ball dann und zack. Rein das Ding. Ups. Drei verschiedene Spieler bei uns mit der Vorlage. War dann Batyutin, Sobolev und Matrakov. Sehr nice. Und es geht dann auch mit dem 3-0 in die Halbzeitpause. Also 4 Schüsse, 3 Tore. Von der Effektivität ist es besser als im ersten Spiel, aber konnten ruhig ein bisschen mehr Chancen sein, oder? Vielleicht erwarte ich auch gerade ein bisschen einfach zu viel. Das wahrscheinlich. So, Jungs, macht einfach weiter so, ne? Einfach Chile. Fitness sieht bei fast allen gut aus, nur bei Vazia vielleicht nicht perfekt. Könnten wir dann mal über Kudiref nachdenken, machen wir auch und bringen ihn rein. Der Rest sollte passig sein. Aber Tambov dann gleich wird halt die Generalprobe sein. Das Lustige ist ja, wir haben ja erst gleich jetzt unser Trainingslager, was völliger Schwachsinn ist. Vor
Vorbereitung läuft halt schon 4 Wochen gefühlt und wir fahren jetzt erst ins Trainingslager, eine Woche vor Ligastart. Schade, dass man keine großartige Kontrolle über die Trainingslager hat in diesem Spiel. Weil in Kroatien zum Beispiel muss ich auch immer ins Trainingslager in einem richtig doofen Zeitpunkt, nämlich eine Woche vor Trainingsstart. Dann kommen die Spieler also 2 Wochen nach dem Ligaende schon zurück für ein Trainingslager, gehen dann nochmal 3 Tage in Urlaub und dann ist erst Trainingsstart. Das ist halt so ein Unsinn, vor allem ich habe dann immer nur 3 Länder in meinem Oh. Oh, Matrakov bekommt Gelb-Rot. In meinem kleinen Gebiet halt, ich darf halt nur nach Slowenien, nach Bosnien oder in die Slowakei. Das ist halt so ein harter Unsinn. Ich weiß auch nicht, ob man, wenn man ein bisschen mehr Reputation hat, das mitentscheiden darf, aber ich glaube nicht, weil sonst hätte ich das schon machen dürfen in Kroatien. Wir werden die übrigens nicht wechseln, ich werde das auch wieder so machen wie beim letzten Mal, einfach sobald einer sehr droppt, würde ich natürlich wechseln, aber wir werden im nächsten Spiel nochmal komplett rotieren, damit die Jungs dann alle Matchpraxis haben. Und Kolotajew macht sein 4. Ding. 5. Schuss insgesamt von unserem Team, das war die erste klare Torchance. 75% Ballbesitz jetzt nach diesem Spiel. Sollte man vielleicht nicht so engstirnig sehen und ein bisschen Ruhe geben. Ich meine, wir haben halt ein Team aus der 2. russischen Liga, was erwarte ich eigentlich? Vor allem ein Team, welches halt einfach zusammengewürfelt ist wie sonst was. Als kleines Team hast du ja so oder so, das ist echt schwer mit dem neuen Scouting-System, finde ich. Also ist gut gemacht, dass man dann halt, dass es schwerer ist, weil es war noch ein bisschen einfach, gute Spieler zu finden. Kolotajew ist der Mann dieses Spiels in jedem Fall, denn er war richtig, richtig stark mit seinen 4 Toren. Deshalb habt ihr gut gemacht. Kolotajew kriegt jetzt nochmal ein extra Lob. Matrakov, ja, mit der gelb-roten Karte. Oh Mann. Aber überzeugend fand ich. Gut. Ich möchte mal kurz mal schauen, wir haben jetzt in unserem Teambericht, in der Kadertiefe, sieht das ja jetzt momentan so aus. Da fehlt dann auf jeden Fall noch ein 8er. Balbuber kommt ja erst im Juli. Juni. Ach, dann probieren wir es mal mit... Wir gucken einfach erstmal nach Spielern. So ist besser. Kann ich eigentlich mittlerweile mal ein bisschen was verschieben? Ah. Oh. So, einer dieser 3 sollte es am besten werden, die wir leider auch wieder nicht kennen, leider. Das ist eher ein 6er, denke ich mal. Grundfitness sieht schön aus, aber das war's wohl auch. Tackling könnte gut sein. Der Zubarev sieht interessant aus. Ich glaube, der könnte ein guter 8er und 6er werden, weil Tackling ist gut, aber passen auch. Was möchte denn Ufa dafür haben? 2-1 kann ich mir nicht leisten eigentlich. Wenn ich nochmal ein bisschen verschiebe. Ach, geht gar nicht mehr. Jetzt, schon wieder darf ich nicht. Nee, darf ich sie vielleicht in unter Transfers? Ey, FM. Nee. Ich könnte es natürlich auch so machen wie bei dem letzten Leihspieler, dass ich dann einfach das aufstocke mit der monatlichen Gebühr dann dazu. Aber 1000 pro Woche ist schon hart eigentlich, ne? Dass sie dann wirklich so viel wollen. Wenn man jetzt auf 8,5 geht anstatt 9,25 im Monat. Inakzeptabel. Meh. Gehen wir auf 9, vielleicht nehmen sie es dann an. Also ich brauche auf jeden Fall noch einen. Hatte ich gerade die 6. Ja, gut. Ich brauche unbedingt noch einen. Weil Pesigov möchte ich auch verkaufen. Es wäre halt gut, wenn dann langsam mal Angebote eintrudeln, bitte. So, jetzt kommt wirklich unser Trainingslager, wo wir dann Tambov haben. Das geht dann halt bis zum Dienstag vor dem ersten
Rückrundenspiel. Ich muss das Training langsam einstellen, fällt mir gerade auf. Trainieren wir mal bitte die Verteidigung hier und hier den Angriff dann am besten. Schade, dass wir halt so schlechte Einrichtungen haben, ne? Das ist nicht so ganz schön. 1 von 10 haben wir. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht halt. Ich würde gerne nochmal die ganze U21 anbieten zum Verkauf, wenn es geht. Hat die Preise auch schon eingestellt, ist ja meistens etwas unter dem Marktwert. Von daher habe ich eigentlich gehofft, dass schon ein bisschen mehr Angebote reinkommen, aber kam leider nicht. Leider, leider. Tambov tourt dann auch. Ach guck mal, Ivanov geht zu Ryazan, der ZMLM. Der leider auch nicht so gut war. Spart halt immer mal ein bisschen Gehalt, ne? Das sind dann kleine Fische. Also Tambov haben wir dann auch im Trainingslager, weil die touren da auch irgendwo rum. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo unser Trainingslager ist. Hätte man vielleicht hier im Artikel lesen sollen. Ach, in Istanbul. Ja, gut. Markus auf 5 bis 6 Wochen. Fuck. Das ist nicht nice. Aber wenn Korotayev in der Liga auch so trifft wie heute, dann mache ich mir keine Sorgen. Allerdings glaube ich nicht, dass er das wiederholen kann gegen zum Beispiel Zenit 2. Keine Angebote für 10 Spieler und Fuchs. Aber was, ich habe ihn nicht im Trainingslager? Kann ich mir nicht vorstellen. Sadamutin sagt mal, please, er soll sich nicht so haben. Das geht dieses Jahr wieder ein bisschen zu einfach. Also irgendwie kriegen sie das nicht hin, dass man das realistisch macht. Gefühlt immer, wenn du halt einen besseren Spieler beziehungsweise halt einen einflussreicheren Spieler bittest, das Problem zu lösen, klappt's dieses Jahr. Wenn der Spieler denn auch möchte. Das ist nämlich das, was dann nicht klappt. Wenn du einen Spieler fragst, ob er das Problem löst, dann kann er oft Nein sagen. Aber wenn er Ja sagt, dann klappt's meistens. Ganz komisch irgendwie. Also ich glaube, damit haben sie riesige Probleme bei Sports Interactive, dass die halt wirklich nicht wissen, was sie da machen sollen. So, okay, sie brauchen wirklich die 925. Dann machen wir mal 925. Jupp, also es ist genau das, was sie wollen. Halten sie auch für akzeptabel. Muss ich jetzt halt machen. Ne? Rogov hat sich auch verletzt. Ey, Jungs, easy. Smirnov geht zu Textilchik Ivanovo. Okay. Auch wieder nur 200 und auch nur ganz wenig Gehalt. Sobolevs Probetraining endet dann gleich. Ich hoffe mal, bis dahin unterschreibt er seinen Vertrag. Jupp, macht er auch sehr schön. Ach, guck mal, Regents, ey! Auf den guten haben, ich bezweifle es sehr. Ich meine, was haben wir an Facilities? Wir haben Einrichtungen. Ziemlich einfaches Jugendtraining, 2 von 7 und 2 von 10 bei den Jugendeinrichtungen. Also wenn da ein guter dabei ist, dann geht nicht, das darf nicht sein. Haben wir auch keinen guten. Artemov und Miranchuk sind vom Potenzial halt die besten. Aber wenn wir uns die Stats anschauen, dürfte das sehr schlecht aussehen. Mhm. Also es ist nicht so extrem schlecht, dass man sagen müsste, oh Gott, die kannst du sofort in die Tonne kloppen. Aber es ist halt auch nicht gut. Vor allem das Potenzial ist ja an unserem Verein gemessen. Also, ja, wenn die nicht mal vollständiges Potenzial haben, dann wären die halt nicht besser als der beste Spieler in unserem Verein. Und das ist dann eher nicht was für richtig gute Spieler in Zukunft. So, er darf dann ins Trainingslager. Fuchs lassen wir dann einfach zu Hause. Oh, Kostin, 2 bis 4 Wochen. Jungs, könnt ihr mal bitte aufhören, euch alle zu verletzen? Das ist echt scheiße gerade. Okay, Kostin hat keinen Bock. Was? Ich fühle mich geehrt, dass sie mich gebeten haben, um mit Sobolev zu sprechen. Ich bin jedoch nicht sicher, ob ich die Richtige für diese Angelegenheit bin. Was ist dein Problem, Mann? Ja, dann halt nicht. Dann bist du halt ein Idiot. WTF. Spielerbildung. Fuchs kommt dann natürlich rein, weil Krivochenko ist ja jetzt weg.
Wasiev, dann haben wir fünf Ausländer. Kodirev natürlich, Matrakov, Kukatschuk und Sobolev. Dann haben wir unseren Kader, unseren 31-Mann-Kader. Aber ich glaube, da könnten ruhig noch ein paar weggehen, dann, wenn die aus der zweiten Mannschaft verkauft werden. Ich glaube, unsere Nachwuchsspieler, ne, die Youth-Intake-Spieler, ich glaube, die werden jetzt gleich richtig, richtig aufdrehen gegen unseren nicht vorhandenen U19 in diesem Testspiel da. Die dann übrigens auch, ah, das sind unsere aktuellen Verletzten. Rogoff kommt dann gleich schon wieder zurück. Markusov 2 bis 6 Wochen und Kostin, ich hoffe, dass er das erste Spiel schafft gegen Zenit. Transferfenster schließt in ein paar Tagen. Wir brauchen keine Pressekonferenz für den Neuzugang. Vor allem, wer kommt denn da auch, ne? Wir sind halt in der zweiten russischen Liga. Wer kommt denn da für einen ablösefreien Wechsel zu einer Pressekonferenz? Vor allem in einer Stadt wie St. Petersburg, die mindestens 27 bessere Clubs hat. Was jetzt natürlich übertrieben ist, aber trotzdem. Also, ganz. Manchmal muss man das, glaube ich, gar nicht verstehen. Ach. Schrecklich. So, Tambov, komm. Es dauert ganz schön lange gerade, ne? Aber das liegt daran, dass noch ein paar Transfers gemacht werden im Hintergrund. Bei so vielen Dingen dauert es leider. Ich glaube, die Ligen habe ich immer noch nicht angepasst. So, Zubarev kommt, wird dann unser neuer 8er, 6er, eher 8er. Ja, hoffen wir einfach mal. Ach, guck mal, Carrilero. Ja, das passt dann. Training muss ich noch einstellen. Wirst Deep Line Playmaker. Gönn dir. Muss ich den auch noch reinpacken bei der Registrierung? Ich denke mal. Ja. 32 Leute im Kader. Ich werde so ein scheiß Finanzergebnis haben am Ende. Es wäre so schön, wenn dann am Ende dieser Saison. Wie lange geht der eigentlich? Bis wann spielen wir denn? Bis Mai oder was? Wir haben jetzt, wie viele Spiele? 25 haben wir. Also 13 Spieltage noch. Und in der Liga gibt es dann, wie geht's denn, wie lange Spiele? Ich glaube, wir können. Wir schauen einfach auf den Zeitplan. Am 12.05. ist unser letztes Spiel. Ja, das könnte gut klappen, ne? Wenn dann irgendwie ein paar Vereine aus besseren Ligen ihre Trainer entlassen. Dann sagen wir, ey, hallo, ich bin Konzepttrainer. Und dann denken die sich, oh hi, komm zu uns. Hoffe ich. Das wird auch sehr schön. Ah, das ist ja das Schöne daran, man weiß halt nicht, wo man landet. Vielleicht landen wir auch in der 6. pakistanischen Liga oder so. Auch wenn ich die Liga nicht aktiviert habe, aber, also die gibt es halt nicht mal, aber ja, warum denn nicht, ne? Da haben wir dann wahrscheinlich ein Transferbudget von 1 Cent. Jakobian, super. Verletzen sich wirklich gerade alle. Alter, 5 bis 7 Wochen, ich weine gleich. Solovyov darf dann wirklich alles machen auf links. Innerhalb von kürzester Zeit halt, ne? In dieser Folge halt 4 Verletzte. Und wir kommen halt nicht mal irgendwie schnell voran. Ich hoffe mal, dass der Transfer-Deadline da ein bisschen schneller geht dann. Ich habe die Ligen übrigens auch noch nicht angepasst, aber das ist jetzt eh zu spät. Es ändert sich in den Mai erst, wenn die Transferfenster öffnen. Also wäre es bei den meisten Ligen erst so, dass die wegfallen gegen den 30.06. Und bei den asiatischen Ligen zum Beispiel oder halt skandinavischen Ligen ist es dann halt eher so Winter. Also ich habe dann eh schon wieder alles verpasst. Ich könnte mal das Scouting Package wieder runterpacken, ne, glaube ich, solange. Ja, ich weiß nicht. So, unsere potenziellen Nachwuchsspieler haben 2-0 gewonnen. Ja, macht mal Verträge anbieten da, das ist, davon habe ich ja nichts. Aber für den Verein ist es vielleicht nicht schlecht. Ich meine, ich möchte jetzt hier auch nicht alles
in Grund und Boden wirtschaften und dann hat man am Ende gar keinen Spieler mehr, wenn ich dann gehe. Wäre nicht so nice. So, komm, ich möchte mit Tambov jetzt haben. Während hier die ganzen Testspielergebnisse reinkommen. Wenn ihr übrigens was im Hintergrund hört, das ist mal wieder ein super toller Laubbläser. Es ist halt fucking 1. Dezember. Und die Leute haben einfach keine Ahnung, wo man Laub entfernen sollte. Was schon seit 30 Jahren da liegt. Trotzdem musst du aber in den Betriebskosten immer das Ganze mindestens doppelt bezahlen pro Jahr. So, unser Testspiel gegen Tambov. Fuchs ist natürlich nicht da, weil er nicht mitgereist ist. Wir spielen mal im 4-4-1-1. Generalauf, ja, ist gut. Vlasov, rechts hinten, nee. Akostin ist ja verletzt. Ja, ach, okay, dann Vlasov. Eher Pasco, ne? Pasco, wie im ersten Spiel, welches wir hatten. Vasiev links hinten, Kukatschuk rechts, Solovy auf links, Kulishev vorne, Batjutin. Würde ich Vlasov gerne auf der 10 sehen noch. Dann kann man das, glaube ich, so machen. Das sind die 5 Spieler, die momentan kaputt sind. Und spielen wir mal gegen Tambov. In unserem letzten Testspiel. Endlich mal in einem schönen Stadion, ne? Steht hier irgendwie zufällig, was für ein Stadion das ist? Ich glaube, das stand eben da leider. Müssen wir mal bis zur Halbzeitpause warten. Ich glaube, dann steht es ja nochmal. So, Tambov spielt in Blau und hatte schon mal einen Schuss. Ein bisschen mehr Ballbesitz ist bei uns vorhanden, aber auch nicht so wirklich viel. Gefoult wird ordentlich bei uns. Tambov spielt in einem 4-1-4-1. Gleicht aus bei Fouls und übernimmt die Führung bei Fouls. Hauptsache, es verletzt sich keiner, bitte. Das waren jetzt auch schon genug. So, Generalov, was machst denn du? 25 Minuten sind um. Ich weiß übrigens nicht, was sie angestellt haben. Seit dem richtigen Release-Patch sind die weißen Trikots immer, wenn die Sonne scheint, richtig mit so einem Bloom-Effekt, wie ihr ihn gerade seht, bestückt. Das war vorher nicht so in der Beta. Ganz komisch. So, Vlasov zieht mal ab. Aber das war nichts. Ich muss mir kurz aufschreiben nebenbei, dass ich den Sound dann umstelle. Ich hoffe, sonst fallen euch die Ohren ab. Innerhalb der ersten 10 Minuten, was wir da hatten. Bei dem ersten Testspiel. Muss ja nicht sein, ne? Irgendwie passiert gar nichts, ne? Das ist irgendwie komplett langweilig. 5 Minuten noch in dieser ersten Halbzeit. 2-5 Schüsse, 2-2 aufs Tor. Kuchev mit einer schlechten Note, Kulishev auch. Eigentlich alle, bis auf Ivanov und Pasco, der mal wieder ein starkes Spiel auf rechts macht. Also auf den ist halt wirklich Verlass auf Pasco. Jetzt habe ich gerade vergessen zu schauen, was für ein Stadion das war. Ich find's scheiße, was ihr hier macht. Schien abzuschalten, Mamele, ich mag den Typen nicht, ne? Kann ich ihn wieder zurückgeben, bitte? Ach du Schande, was ist das? Okay, das kann ich nicht aussprechen. Was ist denn das für ein Schande? Mannschaften? Ja, danke. Warum haben die denn 20.000 Stadion? Was sind das? Champions League? Naja. Schönen Stadion auf jeden Fall habt ihr da. Passgenauigkeit ist leider wieder nicht so gut, ne? Das ist bei uns immer so jetzt die letzten Spiele auf 76% so in dem Dreh. Find's ein bisschen schade, dass man hier nicht anpassen kann, welche Spielstatistiken man sieht. Ich werde mal wechseln und Korotayev reinbringen. Und Kuchev geht auch raus. Dafür kommt dann Matrakov. Beim Gegner wurde auch gewechselt. Rechtsverteidiger, der angeschlagen war, ging raus.
Seit Sommer ein Doppelwechsel. Aber der rechte Mittelfeldspieler, der auch angeschlagen ist, der bleibt noch. Innenverteidigerwechsel. Erst schauen, was hier passiert mit Vlasovs Freistoß, der sehr weit kommt. Wird wohl eher eine Chance für Tambov. Ignatovic oben ist Platz. Viel zu viel Platz. Wo ist unser Rechtsverteidiger Pasco? Ach, hui. Gut, dann hat Tambov wohl mal die beste Chance gehabt. Ball ist noch heiß. Aber Ivanov klärt. Vlasov auch gut gemacht. Ja, auskontern lassen sollte man sich eigentlich nicht in der Formation, die stabil hinten stehen soll. Kukaczuk geht raus und Rogov kommt. Und Sodofjov geht und dafür kommt dann Sobolev. Auch wenn er ja auf rechts beheimatet ist, ich glaube, das ist nicht so das große Problem, mal kurz auf links zu spielen. Die Generalprobe, ich glaube nicht, dass sie gut geht. Muss dann gegen Zenit 2 ganz anders aussehen gleich. Aber vorher haben wir noch den Transfer-Deadline Day, der wird auch nochmal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. So, 3 Minuten gibt es oben drauf, aber hier wird nichts mehr passieren. Also 0:0 in dieser Generalprobe zum Liga-Auftakt. Da ging deutlich mehr. Aber die Chance vielleicht. Oh, super. Ja, okay, dann kein 0:0, sondern 0:1. Ganz schlecht gemacht von uns, also man darf sich ein bisschen Sorgen machen um den Liga-Auftakt. Ball wird hier nicht richtig geklärt von Vasiev. Wird er nochmal reingeschlagen. Ignatovic hat komplett viel Platz. Vasiev legt sich einfach hin und dann wird der Ball halt direkt zum Gegner abgeblockt, der dann nur noch einschieben muss. Das ist jetzt nicht so nice gewesen, dieses Spiel. Ja, 0:1 Niederlage also. Jungs, Jungs, Jungs. Das war sehr, sehr schlecht. Und Mamela hat einfach keinen Bock auf mich anscheinend. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Also, hoffen wir einfach mal, dass wir keine Testspielmannschaft sind und es gleich besser läuft gegen Zenit 2. Die sind auf 16, also es ist gleich wieder ein 6-Punkte-Spiel. 15. gegen 16. Und halt ein bisschen Derby, ne? Das ist ja auch schon mal was. Am Deadline-Day wollen wir nichts machen. Wir versuchen halt noch ein paar Spieler loszuwerden, aber große Hoffnung muss man sich da nicht machen, dass da noch was geht. Ich glaube, die Spieler sind alle ziemlich nicht gewollt, die wir hier alle drin haben. Mir würde es ja auch eigentlich reichen, die schon ablösefrei loszuwerden. Das werde ich mal kurz einstellen. Ich glaube, das war hier irgendwo in der Nähe. Ah, persönlicher Assistent. So, Leihgebühr, lalala. Nicht gegeben. 0%. Ja, 0% ist das, was ich machen möchte. Muss aber warten, bis gleich, damit wir die nochmal anbieten können. Aber wie gesagt, viel Hoffnung würde ich mir jetzt nicht machen, dass wir dann auch gerade die Topverdiener da loswerden. Ich habe ja gerade am Anfang dieser Folge gesehen, dass es halt nicht so gut aussieht in Sachen Gehaltsbudget. Also, ja, einfach hoffen. Generalauf würde ich ungern abgeben. Eigentlich gar nicht. Abgeben vom Stammteam möchte ich jetzt nichts mehr. Das macht man meiner Meinung nach auch nicht einen Tag vor Transferende. Der Nächste, der sich verletzt. Kukaczuk dieses Mal. Rechter Flügelspieler. Und für das Spiel gegen Zenit werden wir natürlich Abwehrarbeit einstudieren. 16. Ey, das müssen wir halt unbedingt gewinnen. Spielermeldung, dürfte alles richtig sein? Ja. Ja. Keine Probleme. Aber wie viele Verletzte wir da haben, ne? Das ist nicht schön.
nehmen am Deadline Day natürlich nicht teil, weil du wirst halt so oder so nur und Sachen gefragt, von denen du eh keine Ahnung hast, weil ich kenne keine Spieler aus der zweiten russischen Liga. Krasnodar möchte Joganov haben. Wir werden natürlich erst bei keinem einen Vertrag anbieten. Weil im Prinzip sind auch alle schlecht. Mir würde jetzt auch ehrlich gesagt bis auf Vlasov keiner einfallen, den ich in einem richtig gut zusammengestellten Team haben wollen würde. Und ja, Joganov hat dann auch, glaube ich, gleich unterschrieben bei Krasnodar. Unseren letzten Gegner halt auch. Also den wird es dann über den Sommer hinaus nicht mehr geben. Aber ich bin momentan auch wirklich der Meinung, dass wir wahrscheinlich zu einem Prozentsatz von, boah, sagen wir mal, 70-80% wechseln werden im Sommer. Ja, also am 1. Juli wechselt Joganov. So, Deadline Day ist durch. Gab, denke ich, überhaupt nichts Interessantes. Das haben wir halt schon gesehen hier. In der zweiten Liga so oder so halt nicht. Jetzt geht's wieder in den Liga-Alltag endlich, weil war ja irre lang diese Winterpause. Und wenn man die dann halt auch nicht gut nutzt, ne, so wie ich, dann ist das nicht so toll. Ich hab's in der letzten Folge schon kurz angesprochen, ne? Also am liebsten wäre mir echt Österreich oder Schweiz als nächste Station, aber ich bin nicht wählerisch, nur von da kannst du halt am meisten erreichen. Du hast halt schön viele Nachbarländer, weil das ist wichtig, finde ich, für die Reputation. Also so kam es mir halt immer vor, dass wenn du halt in einem Land dir einen Namen machst, dass du im Nachbarland dann auch so ein bisschen noch Anerkennung bekommst. Sprich, bei uns wäre das jetzt nicht so das Wahre, bis auf gar keinen. Was haben wir denn um uns rum, was interessant ist, an Fußballligen vor allem? Eigentlich nichts, oder? Also glaube ich zumindest, so Pokal ist auch durch. Aber auch ohne große Überraschungen, würde ich sagen. Erster März schon. Also es geht jetzt auch wieder zack, zack wahrscheinlich. Dass wir dann ja Spiel für Spiel jetzt haben. Umso wichtiger wäre es halt natürlich dann, fitte Jungs zu haben. Ich überlege gerade die ganze Zeit, was so um uns rum sein könnte, was interessant ist, aber so wirklich ist da ja nichts, ne? Also die größte Liga, die um uns rum ist, wahrscheinlich, ja, Ukraine. Also wenn wir jetzt in Europa bleiben, natürlich. Aber Ukraine, da muss es dann halt auch eins der Top-Teams sein, damit es interessant wird, und das wird da nicht passieren. Gar nichts. Finnland ist jetzt auch nicht so das Interessanteste. Schweden, Norwegen würde ich, glaube ich, hingehen, aber sonst, ach. Lassen wir uns einfach überraschen, was dann im Sommer kommt. Erstmal müssen wir die Rückrunde gut spielen, damit wir uns überhaupt mal einen Job verdienen können. Übernächster Gegner ist dann FK Tumen auf der 10. Pesikovs Vertrag läuft dann aus in 3 Monaten, also zum Saisonende. Unterstützung ist weiterhin sehr schlecht. Aber das ändert sich jetzt hoffentlich bald, sobald die Ergebnisse reintrudeln. Ich hatte mir auch letztens überlegt, so was ich mache, wenn ich mal einen Club habe, den ich richtig geil finde. Aber ich bezweifle, dass es vorkommen wird. Aber ich glaube, dann würde ich dann sogar echt sehr lange bleiben, bis ich halt was gewinne, und dann würde ich nochmal wechseln. Weil wenn ich einen geilen Club bekomme, dann geht das ja schnell. Hoffe ich. Also wäre schön. Wunschtraum halt. So, Tore Slomka, was? Geiler Name. Ey, Slomka, ne, der Typ. Ich hatte mir letztens mal, als ich abends drauf gewartet habe, dass was beginnt, die Projekt-Profi-Reihe nochmal angeschaut von Sky, was ja eigentlich eine echt nice Doku eigentlich ist, ne? Also ist vielleicht ein bisschen zu wenig Insight, aber halt trotzdem immer noch nice.
Aber dass man halt mit Tar so schlecht umgegangen ist. Der Typ hätte so ein Monster werden können bei uns. Ich meine, es war ja klar, der wird hundertprozentig wechseln, weil das ist wie bei Fiete Arp jetzt. Die Spieler sind einfach viel zu gut für den HSV. Und wir sind auch einfach so ein Verein, der nicht nachdenkt und dann einfach die Talente sofort verscherbelt. Aber halt eine Saison mehr und er hätte uns halt extrem weiterhelfen können und dann halt nochmal für mehr Geld wechseln können. Das ist alles so traurig gewesen. Das wird bei Fiete Arp auch nicht anders sein. Der wird wahrscheinlich keinen neuen Vertrag unterschreiben und dann wechselt er halt für eine Million oder so. Und ganz ehrlich, andere Vereine mit bisschen klügeren Leuten vorne und oben würden den halt locker für ja, 5 bis 10 wahrscheinlich verkaufen. Vor allem bei dem Hype jetzt gerade. Und vor allem deutsche Stürmer hast du ja momentan nicht so wirklich viele, ne? Was hast du denn da so Großes an potenziellen Spielern in Zukunft? Ich meine, Selke wurde ja auch so extrem gehypt und aus dem ist jetzt bisher nicht so ein Monsterstürmer geworden. So, egal. Zenit 2 also. Bei uns ist halt einiges nicht verfügbar. Kostin, hoffen wir mal, dass er fit genug ist gleich. Werden wir ja sehen. Rodakov ist nicht verfügbar bei Zenit 2. Das Hinrundenspiel haben sie gewonnen. So, wir gehen aufs 4-2-3-1. Ivanov, Mamele bleiben. Wasiev bleibt. Pasco, sag mal, Herr Kostin. Kann, dann kommt Kostin rein. Auch wenn Pasco gut gespielt hat. Saramutin, Kuchev bleibt auch. Solovjov, Vlasov bleibt rechts vorne. Müssen wir dann Sobolev reinbringen. Und vorne dann am besten. Ja, Kolotajew hat ja gut gespielt. Diesmal ein Spiel, also probieren wir es einfach nochmal. Die Bank, Markus Sov kommt rauf. Fuchs, ja, können wir eigentlich für Joganov raufpacken. Beim Rest können wir gar nicht mehr so viel machen. Azubarev, ja, den packen wir nochmal rein für. Rogov ist rechts, Markus Sov vorne, Batjotin ist ZM. Ja, für Batutin dann. Dann sollte das passen. Aber wir müssen noch Nummern machen. Die werde ich mal automatisch machen, weil, ja, ist jetzt nicht so relevant, ne? Nur Zverev bekommt nicht die 23, sondern, ja, hier, Alter, sind das viele Nummern. Irgendeine andere Nummer. Auf geht's in dieses Spiel, bitte. Und Sieg wäre so enorm wichtig. P4-2 bei Zenit 2. Kommt Jungs, pusht euch. Auf geht's. Hoffentlich gut. Oh, schneit schon wieder. Schön, wie der Schnee auch wieder hier wieder 4 Sekunden nach Spielanfang erst kommt. Ich hoffe, bei Kostin passt das mit der Fitness. Kennt man jemanden bei... Oh, okay, man darf gar nicht gucken. Simin und Kerschakov. Ah, Mamele und den kriegt dann leider keiner. Ah, diese Kopfbälle, ne, in den freien Raum, immer ganz, ganz schlimm. Oh, oben ist viel Platz für Prudnikov. Ich hoffe, da kommt jetzt mal einer ran. Oh, Jungs, bitte nicht. Was ist das nur für ein Abwehrverhalten? Also alleine hier schon, dass Mamele da überhaupt nicht reagiert und dann einfach hier irgendwo reinspaziert. Dann kommt der Pass halt so durch und keiner passt auf Petrenko, den rechten Stürmer, auf. Oh, Jungs. Kann nicht euer Ernst sein. Na ja, gut, den muss man jetzt aber haben. Kuchev. Ganz komische Aufteilung gerade von beiden Teams. Sobolev, in der Mitte ist dann Korotajew. Die Flanke sieht schlecht aus. Aber man hat nochmal die Chance mit Kuchev. Kostin läuft oben. Schöner Laufweg. Vielleicht eine gute Flanke. Sieht gut aus, dieses. Ah, schade. Oh, shit. Oh. Porotnikov. Ey, da sind jetzt so viele von uns, ne? Mamele. Ah, gut. Ja, so ist besser. Oh, was? Oh Jungs, ey, wer pennt denn hier so rum? Sadamutin, ey. Oh Jungs, ne, bitte nicht.
Oh, Alter, ist das schlecht. Okay, ich muss umstellen. Ich muss umstellen, ganz doll. Alter, ist das schlecht. Die beiden Flügelstürmer gehen mal eins nach hinten und gehen dann auf Angreifen. Oh, Alter, ey, wie schlecht. Wir gehen auf alles nach vorne, weil jetzt müssen wir... Lass mal einfach Taktik über den Haufen werfen. Haut den Ball in den 16er. Direkteres Passspiel, disziplinierter spielen und Flanken früh schlagen. Och, ey. Das ist ja so schlecht. Also die Spieler haben ja leider gar kein taktisches Verständnis. Dass die dann halt einfach blind nach vorne laufen. Vlasov, langer, langer, langer Ball. Ball kommt durch auf Kolotajew. Und dann geht's an. Das wäre halt so enorm wichtig gewesen, jetzt hier den Ausgleich zu machen. Das schmerzt. Kutschev, mal wieder ein Kopfball in den freien Raum. Vlasov bekommt ihn. Schick. Kodotajew hat noch drei Spieler vor sich. Oh, spiel doch einfach auf den da unten. Vlasov war so frei. Also mal ehrlich, der war so frei. Oh Gott, ich will nicht hingucken. Okay, das war noch ganz in Ordnung. Da steht leider gar keiner von uns. Ja, da war halt Vlasov gerade unten so frei, ne? Zenit mit drei hinten macht das nicht gut. Kutschev, Vlasov schickt Kodotajew. Bitte dieses Mal besser. Ja? Ach du Scheiße. Ich bin drauf und dran, Kodotajew sofort rauszunehmen, ne? Also was der uns jetzt schon an Chancen gekostet hat. Boah. Ja, was soll ich denn machen? Wir müssen dringend unsere Torchancen nutzen. Stehe ich auf dem Feld oder die? Kostin mit der vierten gelben Karte und Halbzeitpause. Ja, wir sind eigentlich dran, aber wir schießen keine Tore. Und das ist unfassbar scheiße. Ich werde Kolotajew auch rausnehmen. Markusov kommt rein, weil das ist so schlecht, was der Typ macht. Und Markusov macht vielleicht noch eine gute Szene. Ich hoffe nur, dass Zenit 2 jetzt nicht reagieren kann auf das, was wir halt jetzt machen. Wir spielen einfach nur noch blind nach vorne. Wir haben jetzt auch mehr Chancen, aber ja, halt keine Schüsse aufs Tor. Und die Chancen verdaddeln wir ja komplett. Sadamutin 6,3. Ja, empfiehlt sich auch sehr für eine Auswechslung. Ja, 6,2 und gelb. Tschüssi. Kommt dann Matrakov rein. Neuzugang im Winter. Den muss man haben hier. Fünf zu vier Schüsse, aber nicht einer aufs Tor. Mann, langer Ball. Markusov. Bitte Markusov. Markusov. Oh. Viel zu überhastet. Hätte man besser machen können. Wir haben halt mehr Schüsse, aber wir haben eigentlich einen Schuss aufs Tor. Ey, wir haben einen Schuss aufs Tor. Ey. Aber so gut kann er nicht gewesen sein, wenn wir den nicht gesehen haben. Passgenauigkeit ist auch komplett im Keller, aber wir spielen ja nur noch lange Bälle. Petrenko verlängert Mamele in den freien Raum mal wieder. Ah, man kann echt nicht zufrieden sein mit diesem Spiel. Also, logisch, ne? Man liegt da hinten. Vlasov, ja. Ich würde schon gerne so haben, dass die wenigstens ein bisschen nachdenken, wenn man sagt, lange Bälle. Das wäre eh abseits gewesen. Kutschev. So, Markusov. Der sieht ganz gut aus auf Solovkov. Spiel doch in die Mitte, Mann! Alter, der Typ steht da so blank, der Vlasov, ne? Boah, Alter. Ich kündige gleich. Unfassbar. Wir müssen auf Doppelsturm gehen. Für die letzten 10 Minuten. Kommt Kulischev rein für... Ja, für Solovjov.
Dann geht Gutschev auf links. Als Flügelspieler angreifen. Und Kulischev wird Knipser. Please. Ich meine, wir hauen jetzt wirklich alles nach vorne. Ey, wir haben halt doppelt so viele Schüsse, ne? Wie Zenit 2, aber wir haben nicht. Wir haben halt einen mickrigen Schuss aufs Tor und den haben wir halt nicht gesehen. Das kann halt nicht wahr sein. Ja. Oh, puh. Extrem ärgerlich. 12 zu 6 Schüsse. 2 zu 4 allerdings nur aufs Tor. Unfassbar. Unfassbar schlecht. Also, boah. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was mit den Spielern falsch ist, dass die so rumheulen, aber die merken doch, dass die einfach unfassbar scheiße sind, oder nicht? Solovyov hat sich auch noch verletzt. Boah, ey. Ja, jetzt sind wir abgerutscht. Jetzt sind wir wieder in der Abstiegszone. 27 Punkte nur. Das Spiel hätte man gewinnen müssen. Oder mindestens halt ein Unentschieden. Scheiße. Scheiße. Fuck. Ja, das war nix, ey. Das. Ey, die Spieler haben ja auch so schlecht gespielt, ne? So viele Fehler. Ja, ah, das ist so ärgerlich. Wir müssen in der nächsten Folge dann gut spielen, unbedingt. Also wir müssen in den nächsten Spielen gegen Tumen, die sind auf 11. Gegen Avantgarde, sind auf 9. Dann gegen Tambov, ganz ehrlich, mindestens 7 Punkte. Wir brauchen die Punkte so dringend. Weil wir dürfen nicht in der Abstiegszone sein, das ist so schlecht. Mann, 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 ey. Na gut, nächste Folge dann am, wann eigentlich? Die Mittwoch, ne? Hoffentlich läuft's ja besser. Es war zu schwer heute, Tore zu machen anscheinend. Mann, ey. Keine Tore, ey. Dabei dachte ich, ein Stürmerproblem haben wir nicht, wenn wir drei Stürmer haben, die ähnlich gute Werte haben. Na, denkste. Daran liegt's halt heute und wir können nicht immer auf. Wir können halt nicht zu Null spielen, so schlecht wie die Jungs da sind. Na gut, ja, nächste Folge muss dann hoffentlich besser laufen. Vielleicht hat's ja auch erst gedauert, bis die sich jetzt einspielen oder so. An irgendwas muss man sich ja klammern. Also bis dahin. Tschö!